Yo, was geht ab, meine lieben Freunde, und herzlich willkommen zurück zu FIFA 16 mit Leicester City. Ja, es geht weiter bei der stärksten Liga der Welt, beim Passion Over Money Cup. Wir müssen heute gegen den FC Sevilla, ein interessanter Gegner, würde ich mal sagen, und wir schauen mal ganz kurz auf die Tabelle, wie es denn da so aussieht. Also, Leicester City ist auf Platz 1, es sind noch 4 Spiele, wir haben 3 Punkte Vorsprung vor Real Madrid, die stehen auf Platz 2, dann der FC Barcelona, Paris Saint-Germain und der FC Bayern München. Und ja, heute müssen wir gegen den FC Sevilla, wie angesprochen, die sind auf Platz 17. Ja, wird ein interessantes Ding, es wird alles anders einfach werden und ich würde sagen, wir gehen rein. Ins Spiel, wir spielen zu Hause im King Power Stadium und das ist auf jeden Fall ein Vorteil für uns, die Einstellungen passen. Legende, 6 Minuten bewegt. Ich würde sagen, legen wir los. Und dann hoffen wir aufs Beste. Und ja, wir spielen uns dann ganz kurz ein bisschen warm, damit wir auch ohne Krämpfe durch dieses Spiel halbwegs durchkommen. Gut, dann schauen wir mal, wie es heute ausgeht. Und hoffentlich können wir vielleicht unser Vorsprung auf Real Madrid ein bisschen erhöhen. Mal schauen. So, und damit herzlich willkommen hier also aus dem King Power Stadium zum Spiel zwischen Leicester City und dem FC Sevilla. Ja, höchst interessante Begegnung. Der englische Meister empfängt den Europa League-Sieger. Und zwar nicht nur irgendeinen Europa League-Sieger, sondern den Europa League-Rekordsieger. 5-mal hat der FC Sevilla bereits die Europa League gewonnen. Und sie haben die letzten 3 Male alle in Folge gewonnen. Also, der FC Sevilla ist ein Team, das immer und immer wieder ganz oben anknüpft und heute auch wieder gegen den englischen Meister versucht zu punkten. So, hier sehen wir auf jeden Fall Jamie Vardy. In den letzten 3 Spielen hat er 4 Tore gemacht. Steht mit 19 Toren auf Platz 1 in der Topscorer-Liste des Passion Over Money Cup. Und er ist heute natürlich auch wieder direkt von Anfang an mit dabei. Und hier sehen wir auch die Aufstellung passend dazu. Also, wir sehen schon Jamie Vardy ganz vorne, dann Okazaki zentral dahinter. Nathan Dyer rechts, Albrighton links, Inle und Drinkwater vor der Abwehr. Die haben mit Schlupp Simpson, Robert Hood und Wes Morgan. Und im Tor haben wir, ja, Schmeichel wie bis jetzt in jedem Spiel. Wir haben bis jetzt noch nie einen anderen Torhüter getestet. Liegt einfach daran, wir brauchen Schmeichel, denn der ist gut. Und hier die Aufstellung vom FC Sevilla. Vorne Fabio Llorente, Banega dahinter, Konoplyanka links, Vitolo rechts, Krzysztof Medibora vor der Abwehr, Beto im Tor. Und den Rest habt ihr selber ganz gut mitlesen können, glaube ich. Und ich würde sagen, Stimmung im Stadion ist gut. Beide Teams sind bereit. Der Ball liegt jetzt auch bereit. Der FC Sevilla bekommt den Anschluss. Und damit ist es Zeit. Jamie Vardy ist heiß, sein 20. Tor zu machen im Passion Over Money Cup. Und mal schauen, ob ihm das heute gelingt. So, das Spiel ist eröffnet. Der Ball rollt also im King Power Stadium. Der FC Liverpool. Leicester City, warum der FC Liverpool? Der FC Sevilla zu Gast bei Leicester City. Sorry für den kleinen Wackler, aber da habe ich ein bisschen verlabert. So, jetzt geht es auf jeden Fall los. Und da ist Schlupp auf der linken Seite am Ball und er treibt den Ball erstmal richtig schön nach vorne. So, da ist Albrighton. Versucht hier irgendwie Inle anzuspielen, geht aber selber erstmal in die Mitte rein und sieht jetzt Shinji Okazaki. Okazaki, da geht Albrighton mit, aber dieser bekommt den Ball nicht. Und dann der weite Befreiungsschlag vom FC Sevilla, aber sofort wieder der Neuaufbau von Leicester City und die kommen über Schlupp. Weiter geht's zu Albrighton. Da ist Inle. Und da ist die Shinji Okazaki. Okazaki behauptet erst den Ball. Shinji Okazaki. Okazaki probiert's. Ja, für den ersten Schuss nicht schlecht, aber um Beto heute zu überwinden im Tor vom FC Sevilla, da muss ich Leicester City ein bisschen mehr einfallen lassen. Und so, jetzt kommen die Spanier über Banega. Weiter geht's zu Vitolo. Gegen Schlupp, das sah nicht ganz sauber aus. Hereingabe ist gefährlich, ist sehr gefährlich. Wow, das wäre die erste große Chance. Wenn der Fernando Llorente irgendwo zum Abschluss kommt, dann wird es richtig gefährlich. Denn der stand da ziemlich gut und jetzt gibt es die Chance vielleicht für Leicester City zum Umschalten. Über, ja, da ist er, Jamie Vardy. Zum ersten Mal heute am Ball. Versucht hier Drinkwater ins Spiel zu bringen mit diesem hohen Ball. Gelingt ihm nicht. Beto kann den Ball sicher annehmen und weiter geht's über Krzysztof. Da ist Tremolinas, wieder zurück zu Krzysztof. Konoplyanka, oh, das tut weh. Konoplyanka und das geht auf Freistoß. Da kam Simpson, glaube ich, ein bisschen zu spät in den Zweikampf. So ist es auch. Kommt aber mit dem blauen Auge davon. Keine gelbe Karte in dieser Situation. Und jetzt Freistoß für den FC Sevilla. Weit nach vorne getrieben, aber auch hier schnappt sie wieder Sevilla den Ball. Da ist Llorente. Im Raumball ist jetzt Krzysztof. Nächstes hat er anscheinend von Inle.
Also der englische Meister gibt halt ziemlich Gas im körperlichen Einsatz. Aber jetzt mal die Chance für den FC Sevilla. Da tänzelt sich einer durch. Jetzt Lloriente und da ist die Führung für den FC Sevilla. Das sieht die Abwehr bei Leicester City uralt aus. Ich glaube, Figueroas hat sie da durchgetanzt. Hier sehen wir es. Da lässt der Inler stehen. Dann lässt er hier zwei Stück stehen. Ich weiß nicht, ob das ein passender Schuss war in die Mitte. Lloriente verspringt auch der Ball komplett. Aber das macht nichts, denn keiner ist bei ihm, um den Ball abzunehmen. Und dann lässt er Schmeichel keine Chance. Und Leicester City liegt zurück. Lloriente mit dem Tor für den FC Sevilla. Fünftes Tor im Passion of Money Cup vom Stürmer der Spanier. Früher Rückschlag für den englischen Sensationsmeister, für Leicester City. Aber die haben schon so einen oder anderen Rückschlag in diesem Passion of Money Cup hinnehmen müssen und sind doch das ein oder andere Mal wieder zurückgekommen. So, da ist Drinkwater am Ball. Sucht hier Inler mit diesem Pass. Mit diesem Pass gewinnt er nicht mal den Blumentopf. Und jetzt muss natürlich Leicester City aufpassen. Der FC Sevilla ist stark. Vor allem über die Flügel und beim Kontern. Jetzt wieder Figueira. Wie heißt der? Figueiras. Der unser mal sauber vernascht hat vor dem Tor. So, da ist Ibora und wieder Lloriente. Und wieder Lloriente. Oh, gefährlich. Kein Foulspiel hier. Da hat Okazaki ihm den Ball super abgeluchst. Aber jetzt bräuchte eine Anspielstation. Bekommt einfach keine so wirkliche. Eieiei, bei Leicester City läuft das Spiel bis jetzt absolut nicht rund. Schwacher Spielaufbau bis jetzt. Vielleicht jetzt die nächste Chance. Er muss sie alleine durchgehen. Drinkwater bekommt keine über die Anspielstation. Außen geht der Simpson mal mit. Simpson hätte zurückzuspielen können zu Drinkwater. Simpson mit dem Auge in die Mitte, aber der Pass kommt einfach zu spät und der Verteidiger schnappt sie dann den Ball. So, jetzt Inder mit dem Ballgewinn gegen Lloriente und Nathan Dyer schenkt den Ball wieder sofort her. Ja, der FC Sevilla ist eindeutig bis jetzt engagierte im Spiel drin. Jetzt nächste Chance für die Spanier. Flanke ist aber nicht gut. Abstoß gibt's für Schmeichel, der beim Gegentreffer, na, da konnte er nichts machen. Da war er buchstäblich machtlos. Er war gut platziert, aus kurzer Distanz. Wenig zu machen. So, jetzt Simpson am Ball. Ja, da geht's zu Inler. Da spielt zu Shinji Okazaki, der hat auch schon ein paar Mal getroffen im Passion of Money Cup. So, außen. Da läuft jetzt Jamie Vardy. Jamie Vardy! Die erste gute Chance in einer halben Stunde für Leicester City's Top-Torjäger. Jamie Vardy. Aber der war nicht gut platziert. Leichtes Spiel für Beto. Kann den Ball festhalten. Aber weiter geht's. Shinji Okazaki. Okazaki will dann nochmal zurückziehen. Um vielleicht den Freistoß zu schinden. Aber ist ihm nicht gelungen. Und jetzt sofort die FC Sevilla auf Konter fahren. Aber Robert Huth ist dazwischen. Jetzt geht es sofort wieder in die andere Richtung. Es ist jetzt mittlerweile ein bisschen mehr Tempo drin. Also, Leicester City kommt besser ins Spiel rein. Es gibt die nächste. Außen kommt Nathan Dyer. Nathan Dyer! Und das ist ein schönes Ding! 34. Minute. Der Ausgleich ist gefallen für Leicester City. Jamie Vardy ist es nicht gewesen. Er sieht Nathan Dyer. Und er sieht die Lücke und zieht ab aus, ja, 19 Meter, würde ich mal sagen. Und hämmert den Ball ins Tor rein. Beto vielleicht ein bisschen überrascht, dass der da abzieht. Man kommt da nicht mehr ran und das ist der Ausgleich für Leicester City. Sie sind zurück. Jamie Vardy mit der Torvorlage und Nathan Dyer mit einem wunderschönen Schuss. Fünftes Tor für Nathan Dyer im Passion Over Money Cup. Ja, so kommt man zurück in ein Spiel. So kommt man zurück. 10 Minuten vor Ende der ersten Halbzeit ist jetzt also Leicester City wieder zurück im Spiel. 1:1 steht es nun also und jetzt sind wir natürlich gespannt, wie reagieren die Spanier auf diesen Rückstand mit der nächsten Großchance, die leichtfertig hergeschenkt wird. Tremolinas war es. Ne, Banega. Banega vielleicht ein bisschen zu überhastet abgeschlossen. Hatte da viel Zeit. Dann kommt einfach der Ball nicht aufs Tor. Geht drüber. Schmeichel muss da gar nicht ran. So, jetzt Leicester City natürlich vielleicht ein bisschen mit Rück. Was ist denn heute los? Die schlafen heute irgendwie. Beziehungsweise der FC Sevilla greift unglaublich früh an. So, Krychowiak. Ja, das gibt Gelb. Das gibt einmal Gelb für Drinkwater, bitte. Ja, das war ein bisschen zu hart gegen Krychowiak. Ja, dafür gibt's Gelb. Dafür gibt's absolut zu Recht Gelb. Da darf er sich nicht aufregen. Da holt er den Gegenspieler
extrem energisch und hart von den Beinen. Er kann auch Simpson kaum noch fragen, ob der Schiri Augen hat. Aber ja, der hat, glaube ich, zwei gesunde Augen. Und hier sehen wir es nochmal. Krzyżowiak. Der Ball ist weg. Da ist nicht mehr der Ball in der Nähe. Ach, Jemini. So, ihr Freistoß für den FC Sevilla. Gefährliche Position. Und dann Missverständnis. Und Nathan Dyer kann zum Konter blasen. So, Nathan Dyer. Shinji Okazaki ist wieder dabei. Jamie Vardy hängt ein bisschen nach. Shinji Okazaki macht das aber gut. Okazaki immer noch am Ball. Und es kommt keiner. Wo sind sie denn? Wo ist denn Vardy, unser Topstürmer? So, da ist Drinkwater. Weiter geht's zu innen und da ist der Ball weg. Das war eine schöne Konterchance, die da liegen gelassen wurde. Leider sind sie nicht so wirklich nachgerückt. Und jetzt die nächste Chance für den FC Sevilla über Vitolo. Gut geblockt. Und dann der Pass in die Mitte und Schmeichel. Uiuiui. Und das ist die Chance. Was für ein Geschenk für den FC Sevilla. Mann, Schmeichel. Das passiert manchmal und leider heute. Doppelschlag von Fabio Llorente. Fernando Llorente, sorry. Fernando Llorente mit dem Doppelschlag. Ja, hier der Pass in die Mitte. Alles richtig. Und dann schießt Schmeichel Simpson an. Und dann kommt Schmeichel nicht mehr ran. Oh, bitte. So schenkt man einen Unentschieden auch wieder leichtfertig her. Leicester City heute nicht klar im Kopf. So wirkt es. Ja, schade einfach. Sehr, sehr schade. Und jetzt führt also wieder der FC Sevilla kurz vor der Halbzeitpause mit 2:1. Wieder so ein, ja, unnötiger Fehler, kann man sagen. So, ein paar Sekunden gibt es jetzt auf jeden Fall nur zu spielen. Und das ist natürlich bitter für Leicester City. Wieder 2 Gegentore. Eieiei, jetzt geht es erstmal rein in die Halbzeitpause. Gegen die Bayern beim letzten Mal 2 Gegentore. Gegen den FC Sevilla heute 2 Gegentore. Was ist los? Die Abwehr bei Leicester City wirkt nicht sicher und Llorente nutzt das zweimal aus. Nathan Dyer zumindest zum 11-minütigen Ausgleich. Aber der hat leider nicht lange gehalten. So. Dann schauen wir auf die anderen Ergebnisse aus der anderen Stadien. Vielleicht ist ja gar nicht so schlimm. Also, Rom gegen Olympique Lyon 1:1. Gladbach gegen Atletico Madrid 0:0. Liverpool 1:0 gegen Chelsea, Juventus Turin 2:0 gegen Leverkusen, Manchester City führt 2:0 gegen Dortmund, Manchester United und der FC Arsenal 1:1 und jetzt kommen dann die Entscheidenden. Paris 0:0 gegen Bayern, oh, das ist Platz 4 gegen Platz 5, der Sieger hat noch eine Chance oben ranzukommen und wir haben Topspiel, Platz 2 gegen Platz 3, Real Madrid gegen den FC Barcelona und hier liegt Real Madrid zurück. Würde bedeuten, wir würden keinen Punkt auf Real Madrid verlieren, aber 3 Punkte auf den FC Barcelona. Die würden damit wieder richtig rankommen. So, aber genug gerechnet. Jetzt geht's weiter. Zweite Halbzeit läuft hier im King Power Stadium. Und jetzt muss das mal ein anderes Spiel werden. Die erste Halbzeit war zum Vergessen. Und jetzt muss das hier mal was anderes werden. Und Jamie Vardy greift schon an. Und dann rennt einfach mal Albrighton den vom Ball weg. So, jetzt Llorente am Ball. 2 Tore heute schon gemacht. Und er ist heiß. Er will hier noch sein drittes Mal. So, und da ist wieder Figueres. Der hat vor dem 1:0 die ganze Abwehr von Leicester City vernascht. Und hier wieder ein Fehler von Morgan. Und dann ist das 3:1. Was ist denn los? Leute! Und wieder ist es Llorente. Was ist denn heute mit dieser Abwehr los? Komplette Fehlanzeige. Morgan, Schmeichel. Und Llorente. Was ist denn los, Jungs? Schlupp probiert es da noch reinzuspringen. Ja. Tore schießen leicht gemacht, würde man sowas gerne nennen. 3:1 für den FC Sevilla. Ein Abwehrfehler nach dem anderen. Die Jungs passen da heute nicht zusammen und wir wechseln jetzt mal. Also das ist echt heute. Was ist denn da los? Morgen, du darfst raus. Also was da los ist, keine Ahnung. Wechsel bei Leicester City. Ja, der Kapitän muss runter. Und das hätte er sich selber nicht gedacht. Wasilewski kommt. Erster Wechsel Leicester City. Aber das konnte man sich mir nicht mehr mit anschauen. Ey. Was ist denn da los heute? So, und jetzt führt hier der FC Sevilla mit 2 Toren Unterschied. Und wenn man das hier noch hinbiegen will bei Leicester City, dann wird es schon sehr schwer. Und jetzt wird ab... Was war denn jetzt schon wieder? Freistoß auf jeden Fall für den FC Sevilla. Weit nach vorne. Und jetzt sind wir mal gespannt, ob die
neue Abwehr mit Wasilewski vielleicht ein bisschen sicherer ist. Und hier der nächste Flug. Was ist denn heute los? Heute läuft es aber echt absolut nicht gegen uns. Banega, ist das vierte? Es ist ein Schützenfest. Leicester City bekommt die volle Packung ab. Banega mit dem nächsten Tor. Und Leicester City begreift die Fußballwelt nicht mehr. Loriente mit dem Traumpass. Und dann kommt keiner mehr hinterher. Banega macht das komplett richtig. 4-1. 4-1. Das wird die höchste Niederlage beim Passion Over Money Cup für Leicester City. Heute ist a very bad day. Banega mit seinem 6. Tor im Passion Over Money Cup. Ja, jetzt ist natürlich die Frage, das hinzubiegen grenzt nun an ein Wunder. Vor allem mit dieser Leistung, was Leicester City heute abruft. Es ist eine Katastrophe, muss man sagen. Der FC Sevilla wird hier wirklich komplett, und vor allem wir verlieren jeden Ball vorne und dann kommt wieder ein unnötiges Vorspiel und wieder der FC Sevilla mit Freistoß. Es ist heute ein Spiel zum absoluten Vergessen. Aber jetzt holt sich vor allem Jamie Vardy, jawohl, Vardy! Fehler bei FC Sevilla, Vardy, aber da ist er alleine und dann verliert er den Ball, weil keiner mitläuft. Ach, ärgerlich, ärgerlich, auch wieder in dieser Situation. Jetzt kommt Tremolinas. Spielt zurück. Ja, beim FC Sevilla, da läuft der Ball heute. Der läuft unglaublich gut. Und die lassen ihn jetzt natürlich auch laufen. So, Nestor, Vitolo, Schlupp ist zur Stelle. Dann ab geht's da vorne über Drinkwater. Aber wo soll er hinspielen? Wo soll er hinspielen? Ja, das ist eine Katastrophe heute. Heute ist echt kein guter Tag. So, wir wechseln aus. Gray darf rein. Und vielleicht kann ja Ulo ein bisschen was richten. Ich habe zwar keine Ahnung, aber... Mann, heute... Es gibt so Tage. Und heute ist einer dieser Tage, da hätte man lieber im Bett bleiben sollen. So. Der FC Sevilla spielt das jetzt natürlich knallhart runter. Und wartet natürlich wieder auf die Fehler vom Leicester City, die ja in diesem Spiel verhäuft vorkamen. So, Loriente am Ball. Drei hat er schon. Vielleicht will er noch sein viertes. Mal schauen. So, wieder ein Fehlpass. So, Albrighton rennt jetzt den Ball mal hinterher. Komm schon. Ja, nein. Die sind heute vom Ball einfach nicht zu trennen. Es ist unfassbar. Der FC Sevilla hat heute eine unglaubliche Präsenz auf diesem Platz. Sie haben sich heute viel vorgenommen. Und jetzt... Es ist ein Witz. Es ist ein Witz. Ja, die beiden Wechsel wurden vollzogen. Es ist alles heute gegen uns. Heute ist das Glück definitiv nicht auf unserer Seite. So, Nathan Dyer mit Ballgewinn. Ab nach vorne. Jamie Vardy kommt nicht ran. Normalerweise ist das heute ein anderes Spiel. Aber Leicester City ist heute nicht Leicester City. Nächstes Foul. Ich will nicht mehr. Ich weiß es nicht. Jawohl, nächste gelbe. Wasilewski. Die spielen heute alle einen Schritt zu früh, die Spieler vom FC Sevilla. Bis ich einmal schalt, ist der Ball schon 5 Meter weiter. Nächste Chance. Und Schmeichel hat den Freistoß. 20 Minuten läuft das Elend noch. Und ja, Leicester City muss ja wirklich schauen, dass sie nicht noch mehr Tore kassieren. Starke, ja, nicht so gut. Gray ist dazwischen. Jetzt irgendwie mal den Ball sinnvoll klären. Komm schon, Drinkwater. Und da wird er geblockt. Und das ist kein Foul. Jetzt reicht's mir aber. Und das gibt keine gelbe, alles klar, Spiel. Alles klar. Und das ist fast das 5-1. Der FC Sevilla macht mit Leicester City, was sie wollen. So, nächste Flanke, Schmeichel ist zur Stelle. Und das heißt, Leicester City hat endlich mal wieder ein bisschen den Ball. So, Nathan Dyer. Ja, da geht's zu Uloa. Die Bälle sind halt unglaublich schnell weg. Ja, diese Präsenz, was heute der FC Sevilla hat, die nehmen uns jeden Ball weg und jetzt gehe ich eigentlich nur noch auf Ergebnis halten, weil ganz ehrlich, hier nur was zu holen, das ist nicht mehr möglich. So, Tremolinas. Vernascht ihr den nächsten Spieler, da ist Konoplyanka. Oh Gott, da läuft einer ganz schlecht. So, jetzt kommt Drinkwater, der eigentlich schon gelb-rot vom Platz fliegen hätte müssen vor ein paar Minuten. Und Konoplyanka rennt hier einfach mal über den ganzen Platz. Flanke ist gut und Gott sei Dank ist der Robert Huth zur Stelle. Das ist ja fast das fünfte gewesen. So, jetzt mal ein langer Ball. Aber auch dieser Ball kommt nicht an.
Und das ist wieder ein Foulspiel. Ja, jetzt ist mein Foulspiel von uns. Hey! Glaubt ihr, dass die Freischüsse, was wir in diesem Spiel bekommen, oder? So, Ulloa. Jaywardi läuft so eine Sätze rein. Wohin? 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 Okay. Es muss beim nächsten Mal besser werden. Und zwar um 100% muss es besser werden. Das war eine schwache Leistung von uns. Das müssen wir eingestehen, aber es gibt so Tage. Oh Gott, und dann noch so ein bitterer Beifluss. Hoffentlich gewinnt der FC Barcelona gegen Real Madrid. Das wäre wenigstens nicht so schlimm, da uns die Niederleistung. So, jetzt nochmal die Chance. Konoplyanka, die Flanke war zum Torschuss. Und geht zum Glück nicht ins Tor. So, Ulloa mit dem Ball zu Jamie Vardy. Er hat heute nicht getroffen. Er wollte sein 20. Tor machen. Hat es nicht geschafft. Und jetzt hat er vielleicht nochmal die Chance, wenn er den Ball hier bekommen hätte. Ne, die Motivation ist raus bei Leicester City heute. Die laufen nicht mehr wirklich mit alle. Vielleicht eher noch. Gray. Weiter geht's zu Schlupp. Zumindest noch ein bisschen Ergebniskosmetik betreiben. Aber wieder der Fehler. Inler kommt nicht ran. Ja, schade. Schade. Aber der FC Sevilla war heute eigentlich das eindeutig bessere Team. Das muss man so hinnehmen. Leicester City war heute nicht gut drauf. Vielleicht sind wir die Chance. Ulloa. Und also wieder fast weg der Ball. Ulloa zu Jamie Vardy. Und Vardy probiert es nochmal. Aber auch dieser Ball geht symbolischerweise nicht mal Richtung Tor. Aber nochmal Leicester City. Da ist nochmal Ulloa. Ulloa außen ist Nathan Dyer. Und das ist nochmal... Keine Hilfe. Jo, das war's. Schwarzer Tag heute für Leicester City. Höchste Niederlage im Passion Over Money Cup. Und man muss sagen, absolut zu Recht. Die Abwehr heute eine Baustelle. Und eine Baustelle ist noch schmeichelhaft gesagt. Also was wir uns da heute für Hunde geleistet haben. Unglaublich. Also 3 Tore auf heftige Abwehrfehler basierend. Aber ja, der FC Sevilla hat das gut gemacht, hat unsere Fehler ausgenutzt. Und Fabio Llorente mit dem Dreierpack wird zum besten Mann heute. Ja. Ein Spiel zum Vergessen. Ein Spiel zum Abhaken. Beim nächsten Mal muss es besser werden, denn sonst wird es mir richtig eng. Das war jetzt meine richtige Klatsche. Und ausgerechnet gegen die FC Sevilla. Damit hätte ich nicht gerechnet. Ja. Es lief einfach nichts. Bestes Spieler bei uns, Nathan Dyer. Der Rest komplett abgemeldet, aber... Ja, hoffen wir mal, dass Barcelona gewonnen hat. Nein. Barcelona spielt unentschieden. Damit holt Real Madrid einen Punkt auf uns auf. Den einen Punkt, was wir beim letzten Mal gut gemacht haben. Und das tat jetzt schon ein bisschen weh. So, wir schauen mal ganz kurz auf die Ergebnisse. Von diesem Spieltag. Also, Rom unentschieden gegen Olympique Lyon. Gladbach 0:0 gegen Atletico Madrid. Genau so ist es. Der FC Liverpool 2:0 gegen Chelsea. Juventus Turin gewinnt 4:0 gegen Leverkusen. Die haben ordentlich Watschen bekommen. Und Leicester City verliert 4:1 gegen den FC Sevilla. Mein Gott, unsere höchste Niederlage. Manchester City 3:1 gegen Dortmund. Der FC Arsenal 2:1 gegen gegen Manchester United. Die Bayern verlieren gegen Paris Saint-Germain. Real und Barca im Clásico 1:1. Und der FC Porto gewinnt gegen den SSC Neapel. Wirkt sich jetzt natürlich wie folgt auf die Tabelle aus. Leicester City bleibt weiterhin auf Platz 1. Die Tordifferenz ist ein bisschen schlechter geworden. Aber immer noch die beste ganz oben. Allerdings nur 2 Punkte Vorsprung. Der FC Barcelona ist wieder rangekommen bis auf 6 Punkte. Und es sind noch 3 Spiele. Paris hat auch noch die Chance. Und die sind jetzt auch wieder richtig mit dabei. Allerdings die Bayern. Die Bayern haben nicht mehr die Chance, das Ding zu holen. Es gibt noch 4 Mannschaften, die den Passion Over Money Cup gewinnen können. Und letzter ist immer noch der FC Liverpool. Und für die wird es langsam ein Ding der Unmachbarkeit, da unten noch rauszukommen. Ja, letzter will natürlich keiner werden. Und heute war es ein Tag zum Vergessen. Beim nächsten Mal gegen den FC Liverpool. Wir müssen gewinnen, denn sonst wird es richtig schwer. So, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Sorry für die schlechte Leistung. Aber solche Tage gibt's. Bis zum nächsten Mal. Ciao.